Oder ihr kommt gerade ins Zimmer, noch besser, und das Bett ist gerade frisch bezogen worden. Und ihr legt euch da rein und oh, so riecht der. Der riecht wirklich wie frisch bezogene Wäsche. Oh, jetzt schon wieder. Oh, der riecht gut. Der riecht gut. Hallo ihr Lieben, in diesem Video stelle ich euch die Scentspiration Black Raspberry Vanilla Kollektion vor. Scentsy hat sich nämlich gedacht, dass sie von dem Duft Black Raspberry Vanilla 4 Neukreationen bilden, beziehungsweise 4 Düfte neu kreieren, die sich an dem Duft Black Raspberry Vanilla inspirieren. Ja, was soll ich sagen? Ich habe damit so ein bisschen gehadert, die Kollektion zu kaufen, weil der Duft Black Raspberry Vanilla, wovon alle 4 Düfte abstammen, überhaupt nicht meins ist. Damit bin ich aber gefühlt die Einzige hier, beziehungsweise unter meinen Kunden und meinen Beraterkolleginnen bin ich die Einzige, die diesen Duft nicht mag, beziehungsweise habe ich noch niemanden gefunden, der mit mir die Meinung teilt, dass dieser Duft gar nicht geht. Alle finden den toll, alle feiern den, der ist auch im Starterkit mit drin, also der ist wirklich ein Bestseller von Scentsy, aber meine Nase sagt einfach nein. Und sie sträubt sich seit 2 Jahren gegen diesen Duft, ich krieg's einfach nicht hin. Deswegen habe ich mir gedacht, wird vielleicht schwierig, die Kollektion davon zu bestellen. Aber ich habe es jetzt einfach gemacht, weil ja eben halt so viele Kunden den Duft toll finden. Und dann können eben halt die Kunden bei mir dran schnuppern. Und wir schnuppern jetzt gemeinsam einmal daran. So, die Duftbeschreibung habe ich hier vor mir liegen. Wir gehen direkt mal rein. Und zwar sage ich euch mal kurz, was in diesem Black Raspberry Vanilla drin ist. Der Name sagt es eigentlich schon, aber die Duftbeschreibung ist wie folgt. Köstliche, sonnengereifte Beeren mit einem Hauch von Vanille. Okay, besser hätte ich es auch nicht. Nein. Ich kann euch sagen, als ich den reingemacht habe, das allererste Mal, als ich das Starter-Kit bekommen habe, das war der erste Duft, den ich reingemacht habe, habe ich hier Leute eingeladen. Wir waren, keine Ahnung, 14, 15 Leute. Und die haben mich alle gefragt, was bei mir so gut riecht. Also den mal reinmachen bei euch zu Hause. Große Wahrscheinlichkeit, dass viele sagen, was riecht denn hier so gut? So, gehen wir weiter zu Black Raspberry Woods. Toller Duft. Ich habe schon dran geschnuppert. Toller Duft. Als ich die bekommen habe, und ich war ja sehr skeptisch. Ne? Also ihr wisst, ich war sehr skeptisch. Und dann stand ich hier und auf einmal war ich so, oh, jetzt schon wieder. Oh, der riecht gut. Der riecht gut. Der riecht gut. Ich kann mich nur wiederholen. Der riecht so toll. Der riecht, wonach riecht denn der? Der erinnert mich so ein bisschen an ein Gartencenter oder sowas. Der riecht holzig, blumig. Oh, der riecht toll. Ich könnte mich so... Das riecht so ein bisschen wie so ein, auch wie so ein Badesalz oder sowas. Boah, der ist toll. Black Raspberry Woods. Riecht nach, laut Duftbeschreibung, also laut mir nach Gartencenter, was ich total toll finde. Und hier, tiefe Wälder spenden Schatten für wilde, dunkle Beeren. Kann man sich jetzt auch nicht so viel drunter vorstellen, Scentsy. Ne? Hätte man ein bisschen mehr einen Grips anstrengen können. Oh, der riecht toll. Der riecht wirklich ein bisschen holzig, ein bisschen pflanzenmäßig frisch. Der riecht toll. Der riecht ein bisschen parfümig auch. Würde gerne wissen, was da drin ist. Ob da vielleicht ein bisschen Moorschuss oder Amber oder sowas drin ist. Wahrscheinlich nicht, sonst ständig da, aber so in die Richtung geht der. So, jetzt, Black Raspberry Leinen. Allein schon die Farbe finde ich toll. Und das war der erste, den ich gerochen habe. Und ich war direkt so, geil. Oh, der riecht überhaupt nicht nach dem ersten Black Raspberry. Ich weiß gar nicht, das ist komplett was anderes. Das ist eine komplett andere Liga. Der riecht einfach wirklich wie original frisch gewaschene Wäsche. Aber nicht so doll, nicht so wie Windowsill Breeze, wo man denkt so, boah, ich werde erschlagen von frischer Wäsche. Sondern ganz, ganz, ganz weiche, leichte, frische Sommerwäsche. Wie im Sommer, müsst ihr euch vorstellen, Haus in der Toskana. Die Omi hat gerade die Wäsche gewaschen und draußen im Garten aufgehängt und ihr kommt oder schaut aus dem Fenster raus, seht die Wäsche und so eine kleine Brise fliegt euch zu. Boah. Oder ihr kommt gerade ins Zimmer, noch besser, und das Bett ist gerade frisch bezogen worden. Und ihr legt euch da rein und oh, so riecht der. Der riecht wirklich wie frisch bezogene Wäsche. Wie ein frisch bezogenes, so sollte ein frisch bezogenes Bett riechen. Genau so.
Black Raspberry Frosting. Ah, das war der, den ich nicht so toll fand. Aber vielleicht war der, warte mal, muss ich, ja, okay, kann sein, dass mir einer davon nicht, oder zwei davon mir nicht gefallen. Ja, das ist nämlich, ja, das ist nämlich zu foodig wieder. Aber okay, weil, Moment, wir machen gleich mal einen Check, wie viele ich toll fand und wie viel. Bisher zwei gut, zwei schlecht. Das heißt schlecht. Also den für mich auf jeden Fall schlecht, für alle anderen super gut. Und der ist mir zu, ja, Bakery-Foodie-mäßig. Der riecht wirklich wie ein Frosting. Wie, als würdet ihr ein Frosting auf einem Cupcake drauf sprühen. Sehr süß, butterig, cremig, bisschen karamellig. Mal schauen, was drin ist. Frosting, aue, Marshmallow, aue, da kommt die Franzosin raus. Marshmallow-Schaum und Buttercreme versüßen tiefdunkle Beeren. Ja, das ist diese Buttercreme, Marshmallow-Schaum. Ne, es ist mir zu deftig. Vor allem für den Sommer, irgendwie zu deftig. Der kommt mit auf die andere Seite. Und noch einer ist dabei, das ist der Black Raspberry Sangria. Fand ich toll, außer Erinnerung. Ich weiß aber gerade nicht mehr, woran er mich erinnert hat. Oh, der ist toll. Jetzt weiß ich es wieder. Der riecht wie, oder der ähnelt Pink Rhubarb Sugar. Und wenn ihr mein Haul gesehen habt, das vorletzte Video und das vorvorletzte Video, sag ich euch, dass Pink Rhubarb Sugar, so rum, Pink Rhubarb Sugar momentan, boah, ich kann nicht mehr sprechen, Pink Rhubarb Sugar, momentan mein absoluter Favorite für den Sommer ist. Das ist ein ganz deftiger, pinker Duft. Der riecht nach Rhabarber und Zuckerkristall, so Kristallzucker. Boah, toller Duft. Und der Sangria kommt dem super nah. Also wirklich was richtig Fruchtiges, Spritziges, nicht Säuerliches. Das ist nämlich das, was ich nicht so mag. Aber der ist einfach toll. Bisschen süßlich vielleicht. Oh, die Kollektion hat mich, Leute. Ich bin total überrascht. Wirklich total überrascht. Drei sind absolute Oberbombe. Und zwei. Es ist mir einer runtergefallen. Und diese beiden sind nichts für mein Näschen. Aber ich sag euch, wenn ihr auf diesen Duft steht, den ist ja regulär, ist Bestseller bei Scentsy, wenn ihr darauf steht, bin ich mir zu, ich sag mal, 99% sicher, dass euch diese Kollektion gefallen wird. Das gleiche Spielchen wie bei der Sommerkollektion. Ihr zahlt für die 5 Düfte nur 35 Euro. Das heißt, ihr spart 8,50 Euro, wenn ihr euch dieses Pack holt. Ihr könnt euch die aber allerdings auch noch einzeln in den Club legen. Diesen ganzen Pack nicht haben wollt, könnt ihr euch die einzeln in den Club legen und 10% im Club natürlich sparen. Denn wir sparen ja mit dem Club ab einer gewissen Summe, ab 42 Euro sparen wir 10% und ab 85 Euro sparen wir diese 10%. Plus wir bekommen einen Artikel zum halben Preis und das kann natürlich auch die Whiffbox sein. Ich sage das immer wieder, weil die Whiffbox so vorteilhaft ist. Die bekommt ihr dann für 25 Euro. Und in diesem Monat, Leute, in diesem Monat sind da Produkte im Wert von über 80 Euro drin. Kleiner Spoiler am Rande. Wenn ihr ein Foto haben wollt von der Whiffbox, schreibt mich gerne an auf Instagram oder hier in die Kommentare. Ich schicke euch eins zu. Ich will es hier nicht so öffentlich machen, weil es ja eine Überraschungsbox ist. Aber ich habe schon so ein bisschen gespoilert oder habe einen Spoiler bekommen und könnte es euch weiterleiten, wenn es euch interessiert. So. Das war auf jeden Fall die Scentspiration Black Raspberry Vanilla Kollektion und ich bin total geflasht, wie gut sie mir schlussendlich doch gefällt. Give it a try, sage ich immer wieder. Bei Scentsy bin ich immer wieder überrascht, was für tolle Düfte die dort haben und was für, ja, dass die mich immer wieder überraschen mit Düften, wo ich eigentlich sage, boah, überhaupt nicht, Vanille ist nicht meins, Kokosnuss ist nicht meins. Und die kriegen es immer wieder hin, dass ich auf einmal sage, boah, toll, toller Duft. So, genug gequackt. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem. Tschüss.